Freunde und Zuschauer, es geht wieder weiter. Und zwar befinde ich mich hier in diesem alten Innos, in der alten Innos-Ruine. Und erstmal werden wir mal gucken, was es hier für Schönes zum Schreiben gibt. Nein, wir können ja nicht schreiben, also. Ich dachte, das wären jetzt hier irgendwelche Magi-Tempel. So, Innos-Statue. Beten wir mal. Aber ich habe ja eh keinen. Oh, Schwertweihen? Schwertweihen, Tränen, Innos. Was ist das denn? Beten? Entweder beten oder Schwertweihen. Aha. Ich habe ja sowieso nichts zu beten. 50 Goldstücke. Ich habe überhaupt gar kein Geld, ne? Oh Gott, hier kann man ein Schwertweihen. Ach, das muss man hier machen. Ich dachte, das müsste man irgendwie an einem komischen magischen Ort tun. Hier so ein Kreistempel. Was ist das denn? Na endlich, Teleportstempel hier. Stempel. Teleport-Tempel, nein. Na, wo ist es denn hier? Das ist der Teleport zum Innos-Tempel. So ist es. Ja, dann werden wir den auch mal 4, 5. Was habe ich denn hier mit 6? 4, 5, 6. Dann will ich aber hier die 7 haben. Nein, die 8 haben wir. Die 7 machen wir. Ich habe so 7. Ja, das ist ja klasse. Gut, Buchkommode. Das ist bestimmt magisches Wissen. Lesen, altes Magie. Ja. Verstehe. Ja, und schon hat er es verstanden. Wie viel haben wir denn an Magie? Ich kann was. Bis 100 lernt man ja 97. Oh, mir fehlen nur noch 3. Klasse. Da muss ich auch mal Mana irgendwie auffüllen. Nö, was gibt's denn hier alles? Elixier der Heilung. Goldener Teller. Goldener Ring. Ach ja. Und Elixier des Geistes, Gold und Milch. Heute in Spezialgefäßen. Tja, haha, hier gibt es noch mehr. Oh, ist das klasse. Irgendwie hat mir doch in meinem Forum ein paar Folgen ago, ich sollte doch irgendwie die Alt-Taste gedrückt halten. Geht bei mir nur nicht. Wenn ich irgendwie gleichzeitig hier alles wegmachen möchte, geht bei mir nicht. Gut, okay, da ist nämlich der Zug des Säbels drauf. Programmiert. Hier gibt es noch was. Gesammelte Erfahrungen. Jetzt wird es aber wirklich erfahrungsreich. Okay, hier gibt es nichts mehr. Gesammelte Erfahrungen. War das ein Zettel oder ein Buch? Also, schwarze Magie, magisches Erzelement, elementare Arkanei. Da war das gleich. Direkt daneben. Gesammelte Erfahrungen. 250. Was heißt das? Dass ich so viel kriege? Verstehe. Hey, hey. Das ist ja mal ein Schub. Das ist ja mal ein richtiger, schöner, netter Schub. Wie viel haben wir denn jetzt schon an? Nur fehlt ja nicht mehr viel. 5, 3, 700 und noch was. Nee, Quatsch. Egal. Ich hab jetzt zu schnell geguckt. Will hier auch. Die Chroniken Tamora Band 5. Die Chroniken von Tamora, Band 5, soweit ich mich... Ja, genau, richtig. Band 4, Band 5. Lesen. Waren es in vergangener Zeit die Seeräuber, die die Frieden Tamoras zerstörten, so sind es in unserem Jahrhundert die Orks, deren Schiffe Meere unsicher machten. Es ist nicht auf der... von Ardea. Gut. Dann haben wir das auch schon mal. Ist hier oben was drauf? Nein. Wenn wir sonst noch was, ein bisschen mit mehr Abstand gehen, man weiß ja nie... Ich verpasse mal ja noch was. Ah, Moment, hier ist ja noch eine. Lehrbuch der Magie. Wo ist denn Lehrbuch der Magie? Schwarze Magie, elementare Arcanei. Arcanei. Empfehlung von Klaus. Lehrbuch von... Moment. Lehrbuch der Magie, da ist es. Magisches Wissen plus 8. Verstehe. Hey, 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 hey. Das heißt also, ich habe sozusagen... Jetzt habe ich doch sozusagen... Wie viel habe ich denn jetzt an Magie? Magisches Verständnis? Magiewissen 105. Super. Gibt es denn hier noch was? Geht es hier irgendwie noch irgendwie weiter? Oder... Nee, eigentlich nicht, ne? Das war's. Jetzt bin ich mal gespannt, was das hier ist. Weil hier steht ja Innos-Statue. Hier heißt es Schwertweihen. Ein Schwert weihen Tränen Innos. Das muss ich ausprobieren. Das muss ich ausprobieren. Das kann ich so nicht sagen. Ja, liebe Leute von heute. Wollen wir erstmal das Schwert benetzen mit Tränen.
Dir fehlen Tränen in uns. Aha. Was ist denn das hier? Braucht 1000 Gold, um das Schwert zu weinen. Welches denn? Komisch. Naja. Das werden wir wohl im Laufe des Spiels schon erfahren. Jetzt gehen wir wieder rüber. Oder gibt's ja, hier haben wir ja schon alles abgegrast. Hier glaube ich noch nicht. Weil ich ja so beschäftigt war mit anderen Geschichten. Nee, ist alles gut. Diese Krähe, ne? Die nervt. Jawohl, erstmal hier wieder den Bogen richtig laden und runtergehen zu diesen Grasland-Snappern. Sind doch Snapper, ne? Ne, nicht Grasland. Was sind denn das diesmal für Snapper? Da unten die Teile. Ach, wie heißen die? Sumpfs. Ach ja, immer noch Sumpfsnappe. Gut, okay, dann wollen wir mal gucken. Können die ja bestimmt von hier oben irgendwie... Da war doch was. Von hier oben irgendwie... anlocken und dann... fertig metzeln. Na, der schnappt ja schon nach mir. Der ist unter der Treppe. Da ist er. Mensch, mach doch mal hin hier. Lass dich doch treffen. Glaub's ja nicht. Nur noch ein Schuss. Also. Super, klasse. Ach, da fällt mir gerade ein. Vielleicht sollte ich auch mal wieder meine lustige alte Rüstung anziehen. So. Da hinten sind auch noch 1, 2, 3 Peoples, also in diesen lustigen Schnäbern da. Wie hole ich die denn jetzt hier hervor? Indem ich mal von hier aus vielleicht eventuell. Nee, das ist nicht so der Brüller. Ui. Ah, Mist, das ist überhaupt nicht der Brüller. Na, vielleicht mache ich wieder von oben hier. So, wo sind sie hin? Das war's nämlich. Weg ist er. Oder weg sind sie beide. Einfach futsch. Ach, das ist nicht schön. Ja, da sind sie wieder. Okay, neu eingeladen. Und, ja.
Sie da hinten mal durchs Mesh fallen, ist doof. Nein. Oh. Durch die Treppe durch. Na, das ist ja wieder feierlich gut. Okay, sind beide wieder da. Mal neu hier einladen. So, hat er mich denn schon gewittert? Ja, das sieht so aus, als hätte er das. Und voll die Fanfare eben. Okay, dann nicht. Ja, bleib ruhig stehen. Mach mal nix. Ich werde das Ganze jetzt natürlich auch wieder schneiden, damit ihr seht, dass ich dann halt eben die Snapper dann da mal weggeschossen habe. Wenn ich den hier erstmal kriege. Ich hoffe, dass ich den kriege. Da klippt der wieder weg. Ich will mal wissen, wo der hingeht. Na, mach dir einen Ringel rein, spiel mit mir. Hm. Also. Lieber abspeichern, nicht, dass sie wieder verschwinden. Also einer. Da hinten ist noch einer. Okay, die Anzahl ist gleich geblieben. Der macht halt eben nur eine dicke Hose, indem er da sich unbewegt. Okay. Holen wir mal eben die Geschichte. Er bleibt ja noch da? Er bleibt noch da. Sehr gut. Also wie schon gesagt, ich überspringe das jetzt. Oh. Ja, ich hatte eben mein Mikro ausgehabt. Eben den letzten Snapper hier aus, von diesem Gelände mal eben eliminiert. Und zwar mit einem Feuerpfeil. Ich war nochmal in Tamora und habe dort dann halt eben noch ein bisschen Zeug besorgt. Ja, jetzt komme ich da unten natürlich nicht ran an sein Fell. Wie mache ich denn das bloß? Das ist die große Frage. So, dann versuche ich doch mal das Fell hier zu holen. So, ganz, ja. So, hier Sumpfschnäppe. So, jetzt habe ich das Fell geholt oder die Haut eines Reptils. Und hier geht es natürlich nicht weiter. Ja, warum? Das heißt, ich muss also außenrum schwimmen. Außenrum gehen Sonnenuntergang. Ich könnte auch weiter wegbeamen, das geht hier auch. Ich könnte mich ja auch wegbeamen. Gucken, habe ich hier einen Stand? Nee, habe ich nicht. Aber schauen wir doch mal, wo wir hier hinkommen, wenn wir hier rumschwemmen. Ja, das sieht nach Sumpf wieder aus. Okay. Genau, hier ist diese kleine Bucht gewesen. Vom sumpfenden Sumpf. Okay, da okay. Gucken wir mal ins Logbuch. Über den Stammler. Ja, 1, 2, 3, 4. Im vierletzten Absatz. Viertletzten meine ich, brauche ich 3 Golemherzen. Einen aus Stein, aus Silber und Salz. Um da diesen Spruch auszusprechen. Dann muss ich mal gucken. Ich habe kein Stein-Golem-Herz. Oh, hier gibt es noch eine Klappmuschel. Sehr lustig. Und ich weiß, hier habe ich noch irgendwo ein paar Viecher vergessen abzuschießen, aber da habe ich keinen Nerv jetzt drauf. Das heißt, ich werde mal zum Fischerdorf rüber beamen. Und ja, gucken, ob ich irgendwo pennen kann, damit ich meine Wunden heilen kann. Ach ja, natürlich nicht. Nee, ich glaube, Moment mal mit. Mal gucken.
Irgendwo konnte ich doch schlafen. Hier oder was oder wie oder wieder was. Dann muss ich halt eben weitersuchen. Und mal mein Blut mal stoppen. Denn es regnet zwar, aber kein Blut. Es regnet Blut. Spielmannsfluch. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen abspeichern. Hehe. Irgendwo ein Steingolem muss ich finden. Irgendwo ein Steingolem. Ich meine, irgendwo am Strand ist einer am Rumsteinen. Weiß ich jetzt nicht. Lass mal gucken. Na, es hört so langsam auf zu regnen. Das heißt, die Sonne wird bald kommen. So, was liegt da? Ist das eine Schildkröte? Schildkröte, genau. Hallo, Schildkröte. Will Suppe machen. Und da hinten ist ja noch unser lustige... Ach, die Schatten könnte man irgendwie verbessern. Findet ihr nicht auch? Ich mach das mal eben. So, und zwar diesen Wert werden wir mal eben kurz auf 1 setzen. Zack. Und schon haben wir bessere Schatten. Ja, sieht schärfer aus. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Pep dem Spiel. Ja, Ambrosius. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Es wäre gewagt. Es wäre gewagt. Vielleicht sollte ich es mal wagen. Oh, es hat geklappt. Endlich ein bisschen an Geld gekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Schön. Ambrosius, mach's gut. So, war nicht hier oben noch so ein Durchgang auf die andere Seite? Ich muss ja nicht durchschwimmen, oder? Muss ich durchschwimmen? Da erwarten mich hier wieder andere. Ah, nee. Oben ist bestimmt noch was. Ach ja. Das erinnert mich, dass ich noch ein bisschen Schätze zu suchen habe. Ach, du liebes Bisschen. Jetzt gucke ich auf meinen Kontrollmonitor. Da habe ich was eingeblendet. Und tschüss. Sollte nicht sein, aber das war noch eine alte Karte. Ach ja, hier haben wir noch die Spinnchen da, oder was das sind. Aber ich muss einen Steingolem finden, damit ich den das Herz klauen kann. Oha, beim Wasserfall. Hier ist ein Wasserfall. Wo ist der Steingolem? Da ist ein Wassergolem, aber kein Steingolem. Sollte ich mal eventuell doch noch mal meine... Oh, ich habe nur noch 40, was? Feuerpfeile. Ja, die habe ich auch mal gemacht. Das ist ein Wassergolem. Aber ich brauche einen Steingolem. Oh Gott. Nee. Okay, da kommt er nicht raus. Wieso... Wieso zeigt er mir den nicht an? Sehr komisch. Er kommt da nicht raus. Ich werde auch nicht... Sehr komisch. Wieso wirst du nicht... Ne, irgendwas ist hier faul, denke ich mal. Ne. Ne. Passt nicht. Also ich weiß, dass es ein Wassergolem ist. Aber es kann ja auch oberhalb des Wasserfalls sein. Der Steingolem oberhalb des Wasserfalls ist. Kann ja sein. Wo ist denn noch hinter mir her? Ja. Ah, komm. Mal hier hoch. Zum alten Friedhof. Ja, ja, weiß ich. Da will ich aber nicht hin. Brauch ein Steingolem.
Oder war der auf dem Weg zum Friedhof? Man weiß es nicht. Oh, 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 oh. Was? Kommt also mir nix, dir nix und Varan hier? Das glaube ich ja wohl nicht. Da war ich wieder unachtsam. Aber ich habe den, glaube ich, schon von unten so kurz gesehen. So, aha. Hier könnte man eventuell hoch. Jawohl. Gucken, was der Feuerfall mit dem Rügen Varan macht. Ja, gibt ein bisschen Schaden. Sparsam umgehen. War ich da schon? Nee. Ach, Leute. Das könnte jetzt reichen. Nee, er brennt nicht weiter. Jetzt. Okay. Feuerpfeile verschwendet. So, jetzt bin ich in dem Wasserfall. Das ist ein Fels, oder? Also ist es. Da ist ein Steingolem. Hallo Steingolem, wie kann ich dich jetzt kaputt machen? Kaputt machen? Scheiße. Mist, sorry, ich habe in die Hände geklatscht. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Endlich, nach langer Suche, ein Steingolem gefunden. Stein brennt ja nicht. Also ist das widersinnig. Ach ja, mit dem Degen. Ich brauchte so einen Zermalmer. Könnte ich den jetzt hier irgendwie anlocken? Ich versuche mal. Versuchen wir was. Hallo Steingolem. Danke, dass du da bist. Und auf mich zuschreitest. Und ganz schnell bist dabei. Das ist Mist. Ja. Kommt da nicht hoch. Nein, 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 nein. Das wird nix. Oh, ich kann ihn noch nicht mal zermalmen. Oh, das wird langwierig. Ja. Hätte was essen sollen, aber ich bin gerade am Hadern. Mache ich es oder mache ich es nicht? Ich sollte natürlich auch wieder meine Golem-Rüstung anziehen, bevor ich mit dem hier, mit meinem Zahnstocher, versuchen will zu kämpfen. Tja, das wird ein langer Kampf werden und ich hoffe, dass ich das dann richtig hinkriege. Da ist er. Hoho, shit, hat deine Reichweite. Ich versuche jetzt mal Folgendes. Okay, immer wenn Wasser ist und man springt, versucht aus dem Wasser zu springen, dann spinnt es ein bisschen. Gut, okay. So, apropos springen, wegspringen. Jetzt irgendwie versuchen, den Steingolem auszutricksen. Gehen noch? Okay, das geht schon, wenn man den richtigen Moment abpasst. Ja, ja. Und bloß nicht den Steingolem zum Zuge kommen lassen. Das könnte noch klappen. Stein zu Stein. Hau ihn zu Brei. Oder zu Sand. Ich brauch den Steingolem. Ich brauch das Herz für den Steingolem. Hallo. Nicht für den, sondern von dem Steingolem hier. Los. Mach. Mach eine Plattroland. Dass die Klinge das aushält. Ja, das könnte passieren. Nein, nicht! Oh. Ui, 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 ui. Perfekt. Habe ich das aufgenommen? Ja, habe ich. Oh, ich dachte, ich hätte es nicht aufgenommen.
Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt muss ich, was muss ich denn jetzt noch machen? Telem erklärte mir den zum Indus-Tempel. Ja, den habe ich ja gefunden. Jetzt muss ich aber irgendwelche Worte sprechen in einem Steinkreis. In einem Steinkreis, im Inneren eines Steinkreises. Na, da bin ich mal gespannt, wo das ist. Tja, und den Steinkreis muss ich suchen, aber ich weiß nicht wo. Verdammte Hacke. Glaube, ich mach mal wieder ein bisschen hellerer hier. Wo wollen wir denn hin? Tamora Burg, Innos Tempel? Nein. Tamora Stadt. Da können wir ein bisschen schlafen. Und es ist auch ein bisschen heller. Ach, die Bertha schiebt wieder Nachtwache. Naja. Dann weiß ich, dass ihr Bettchen leer ist. Da kann ich nämlich ohne Ärger mal in ihrem Bettchen schlafen. Schauen wir mal. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Sachen hier. Baumstämme sägen. Ja, ich brauche keine Pfeile herzustellen, weil ich habe ja keine, na, wie soll ich sagen, keine Federn. Da muss ich nämlich auch noch irgendwie was machen. Ja, liebe Leute. Während ich hier auf dem Marktplatz versuche, noch mit irgendwelchen Leuten zu handeln oder meinen Schrott loszuwerden, sage ich auf Wiedersehen, goodbye, tschüss und bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.